Sie. Der Bauernsitz des Landwirts Penfold war weit und breit bekannt. Schon aus weiter Ferne konnte man das stattliche Haus sehen, welches am Abhang eines Hügels stand. Der Weg dorthin war herrlich. Er führte von der nahen Stadt Riversdale an der klappernden Mühle vorbei, den Fluss entlang, der sich wie ein Silberstreifen durch das Tal schlängelte, bis an den Acker mit der alten Kirche, welche unmittelbar neben dem Hof des Landwirts stand. Der Bauernhof mit dem prächtigen Wohnhaus und die dazugehörigen Scheunen, Ställe, Obst- und Gemüsegärten war nur durch eine niedrige rote Backsteinmauer vom Friedhof getrennt. Die mit Efeu bewachsenen hohen Giebel des Hauses, welche schon drei Jahrhunderte den Gebirgsstürmen und dem Wetterstand gehalten hatten, hätten sicher sonderbare Geschichten erzählen können. Dass das Gut in früheren Jahren eine Ritterburg gewesen ist, und der Stammbaum des jetzigen Eigentümers den Namen manches Adligen zählte, war wenig bekannt. Alle Nachbarn aber wussten, dass der schöne Besitz mit seinen prächtigen Feldern, Wiesen und den reichen Obstgärten schon seit vielen Jahren das Familieneigentum von Pentfold gewesen ist und stets von Vater auf Sohn übergegangen war. Manche schauten sogar neidisch auf das reiche Erbe, in den benachbarten Städtchen fragte niemand mehr, woher die schöne und reiche Butter komme. Sie brauchte auch nicht lange auf die Käufer zu warten. Welcher Landwirt hätte sie so süß und fett liefern können, wenn nicht der von Penfold? Von welchem Hof hätten so viele große frische Eier auf den Markt gebracht werden können, wie von dem des Nachbarn? Alles, was von dort gebracht wurde, war selbstverständlich ausgezeichnet. Butter, Käse, Eier, die wohlgemästeten Ochsen und Schweine, kurz alles, man gab jeden Preis dafür, um etwas von diesen Waren zu erhalten. Wenn auch, was seine Waren betraf, der gute Ruf des Guts sich bis jetzt unverändert erhalten hatte, so hätte es doch einem aufmerksamen Beobachter nicht entgehen können, dass sonst manche Veränderungen vorgefallen sind, Seit einigen Jahren ist auf dem Gut in mancher Hinsicht eine Wende eingetreten, doch leider nicht zum besten. In früheren Tagen war das Haus durch die dort gespendete Gastfreiheit berühmt gewesen, jeder hatte ein offenes Herz und einen gedeckten Tisch darin gefunden, kein müder Wanderer hatte dieses Haus ungestärkt wieder verlassen. Doch leider gehörte diese Gastfreundschaft schon seit langem zu den Erfahrungen längst vergangener Zeiten. Ebenso das übervolle Maß der guten Milch, welche die verstorbene Hausfrau stets den Armen und Kranken gespendet hatte. Der jetzige Besitzer dachte nur daran, dass die nahe Mühle möglichst viel Korn für ihn zu hartem Gold verwandeln sollte. Der jetzige Gutsherr, obwohl er schon über 60 Jahre alt war, war noch rüstig und gesund, er war viel stärker als mancher seiner jüngeren Arbeiter und Knechte, das Alter und die Sorgen hatten aber doch ihre Spuren auf sein faltenreiches Gesicht hinterlassen. Man saß dem alten Mann an, daß ein geheimer Kummer an seiner Seele nagte und ihn unglücklich machte. Man sprach untereinander, der alte Gutsherr sei nie mehr derselbe gewesen, seit seine einzige Tochter mit einem leichtsinnigen Burschen davongelaufen ist. Damals hatte er seiner Tochter gedroht, dass er ihr nie vergeben würde. Er hatte ihr sogar verboten, die Schwelle seines Hauses jemals wieder zu betreten. Die Verstoßene hatte seitdem nie wieder ihren Fuß in das Elternhaus gesetzt. Der Vater ein tüchtiger Landwirt und Geschäftsmann, der es verstand, den größten Nutzen aus seinem Gut zu erzielen, wurde immer wohlhabender. Er war stolz auf seine vielen Äcker und seinen prächtigen Hof. Mit großer Selbstzufriedenheit rühmte er sich damit, daß er keinem Menschen etwas schuldig sei. Und doch, wie schon bemerkt, hätte man bei dem Alten vergeblich nach wirklichem Glück und echter Freude an all seinen Gütern gesucht. In Wahrheit war er ein armer Mann, der ein jämmerliches Leben führte. Mit dem zunehmenden Alter wuchs auch sein Geiz. Mit mißtrauischem Blick beobachtete er seine Umgebung. All sein Denken und Streben war nur auf die Vermehrung seiner irdischen Güter gerichtet. Es war kein Wunder, dass der arme, zubeklagende Greis sich inmitten all seiner Schätze immer unglücklicher, einsamer und verlassener fühlte verlassen von Gott und Menschen. Der Herr verlässt ja keinen, der sich zu ihm wendet, aber gerade das machte der alte Landwirt nicht. Gott hatte seine Scheunen, Speicher und Milchkammern mit reichem Überfluss gesegnet. Herr Penfold hatte ohne Dank und ohne sich dadurch zu dem gütigen Geber ziehen zu lassen, die vielen Gaben hingenommen. Leider konnte auch auf ihn das Wort angewendet werden, dass der Prophet Daniel dem gottlosen, übermütigen König Belsaza verkünden musste. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Daniel 5,23 Wenn Herr Pentfold einmal, was übrigens sehr selten vorkam, die nahe Kirche besuchte, pflegte er gewöhnlich, während des Gottesdienstes neue landwirtschaftliche Pläne aufzustellen, mit deren Ausführung er meistens schon am folgenden Tag begann, oder er schlief. Sein einziger Sohn Jakob hatte eine junge Frau ins Haus gebracht. Den Knechten und Mägden des alten Hausherrn konnte es nicht verborgen bleiben, dass nicht die geringste Liebe zwischen ihm und der Schwiegertochter bestand. Die junge Bäuerin war zwar eine tüchtige Wirtschafterin, besaß aber zu ihren geschickten Händen und Füßen leider auch als unwillkommene Zugabe eine scharfe Zunge. Nicht nur in der Küche und in der Milchkammer ließ die gefürchtete Herrin ihren heftigen Redensarten und Scheltworten freien Lauf, sondern sie nahm sich auch dem alten Schwiegervater gegenüber keineswegs zusammen. Jakob musste als Vermittler und Friedensstifter zwischen dem Vater und seiner Frau auftreten. Der junge Penfold war übrigens ein gutmütiger Mensch, der alles leicht nahm und sich keine grauen Haare wachsen ließ, von dem Scharfsinn des Vaters war ihm nur ein geringes Teil beschert worden. Ob etwas gespart oder ausgegeben wurde, war ihm ziemlich einerlei. Wäre seine Frau nicht eine so tüchtige Wirtschafterin gewesen, würde der Besitz ohne Zweifel später den Bach runtergehen. Der alte Vater zeigte sich auch hart und geizig gegenüber dem jungen Paar. Er berechnete jeden Pfennig und führte Rechnung mit großer Sorgfalt. Natürlich wurde diese Selbstzufriedenheit ab und zu durch den nicht abzuschüttelnden, unwillkommenen Gedanken gestört, dass er eines Tages sterben würde und all sein hart erarbeitetes Geld zurücklassen müsste, und wie schnell der verschwenderische Sohn es dann verbrauchen würde, was er, der Vater, sich mühsam zusammengespart hat. Armer Reicher. Er strebte nicht nach dem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, Höchstwahrscheinlich hätte in dem stattlichen, düsteren Haus mehr Heiterkeit geherrscht, wenn ein fröhliches Kindergelachen Leben in die großen Räume und die Herzen der Familie gebracht hätte. Doch die Ehe der jungen Leute blieb kinderlos. Stunde um Stunde konnte Vater Penfold abends in seiner Ecke im Lehnstuhl sitzen, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Manchmal in der Abenddämmerung, wenn er schon halb eingeschlummert war, kamen ihm Bilder aus früheren Tagen in den Sinn, und er hörte im Geist das Getrippel kleiner Kinderfüße um sich, er sah seine immer fröhliche Maria mit dem kleinen Jakob auf seinem Knie reiten. Warum war Maria denn weggegangen? Ach, als ob es erst gestern geschehen ist, so deutlich stand die traurige Zeit vor den Geistesaugen des einsamen Vaters, Seit jener unglücklichen Zeit war sein Herz so hart geworden wie der Weg neben seinem Weizenacker. Kein guter Samen wollte in dem hart getretenen Boden seines Herzens aufgehen. Würde es nie wieder weich werden, ehe das einsame Grab ihn umschließt? Von jeher waren die Schlüssel zu der nahen Kirche sowie die Aufgabe des Reinigens im Gotteshause in den Händen der Besitzer von Pentfold gewesen. Die junge Hausfrau hätte sich um keinen Preis dieses alte Familienrecht nehmen lassen. Die Gemeinde hatte sich nie über Unsauberkeit oder Schwinggewebe in ihrem Heiligtum zu beklagen. Martha war stolz darauf, alles blank und sauber zu halten und stets bereit den in Sommertagen häufigen Besuchern ihre schöne und berühmte Kirche zu zeigen. Das hatte natürlich außerdem guten Gefühl, welches ihr das Lob gewährte, dass die Kirche so schön in Ordnung gehalten werde, noch seinen ganz besonderen Grund. Unbekannte, reiche Leute drückten nämlich nicht selten der jungen Bauersfrau ein gutes Trinkgeld in die Hand, das eigentlich für die Mägde bestimmt war, die das Gotteshaus fegten und den Staub wischten. Martha jedoch nahm das Geld ohne Bedenken als ein ihr gegebenes Geschenk an. Sie freute sich, dass sie durch diese Spenden wenigstens etwas in den Händen hatte, von dem der geizige Schwiegervater keine Ahnung hatte. Es war an einem trüben Januarmorgen. Der kalte Sprühregen, zu welchem sich ein dichter gelber Nebel gesellte, verkündete den angebrochenen Tag als einen ungemütlichen, von denen die Weltstadt in dieser Jahreszeit so oft heimgesucht wurde. Umsonst hatte an jenem Morgen die Sonne den Sieg über die schweren Wolkenmassen zu erringen gesucht. Es ist den freundlichen Sonnenstrahlen nur ab und zu gelungen, eine merkwürdige Beleuchtung hervorzubringen, die aber nach kurzer Zeit wieder verschwand. Trotzdem blieben auch heute die gewöhnlichen lärmenden Motorengeräusche der unzähligen Wagen und Omnibusse nicht aus, ohne auf den gefährlichen dichten Nebel zu achten, waren sie in ständiger Bewegung. Fußgänger waren bei solchem Wetter und so einem Verkehr in großer Gefahr. An einem solchen Tag mochte wohl niemand ohne Grund seine Wohnung verlassen. Dennoch fiel früh am Morgen eine Frau auf, die ein kleines Mädchen trug und sich dicht an den Häusern und Läden vorbeischlich. Ein tiefes Weh lag auf dem hübschen, sorgenvollen Gesicht der armen Frau, besonders wenn ein heftiger Windstoß das fadenscheinige Tuch zurückschlug, mit welchem die dürftig gekleidete Mutter ihr Kind vor Wind und Wetter zu schützen suchte. Die Mutter selbst hütete nicht ihre Tritte, es bekümmerte sie nicht, dass ihr Rock einen noch dickeren Schmutzsaum bekam und dass bei jedem Schritt das Wasser durch ihre zerrissenen Schuhe drang. Ein entsetzlicher Gedanke füllte ihr ganzes Herz so aus, dass sie an nichts anderes denken konnte. Sie blieb einen Augenblick stehen und schaute auf die Vorübergehenden. Dann ging sie schnell um die Ecke und setzte ihren Weg durch einige abgelegenen Straßen fort, bis sie endlich vor den Mauern eines Londoner Arbeitshauses stehen blieb. O, oh, wie hoch waren diese Mauern. An solchen Nebeltagen sah man sie erst, wenn man dicht davor stand. Wie gespenstisch kamen sie der unglücklichen Mutter heute in dem dichten gelben Nebel vor. Nur gut, dass sie heute wenigstens nicht von den schmutzigen Kindern belästigt wurde, die sonst haufenweise in den engen Gassen und auch vor dem unheimlichen Gebäude spielten, die arme Frau hastig ging hastig auf und ab, um sich zu überzeugen, dass niemand sie bemerkt hatte, noch ein Blick auf den Trauring an ihrem Finger, dann ein langer, inniger Kuss auf die Lippen ihres schlafenden Kindes, und der Entschluss der armen Mutter stand fest. Aber gerade in diesem entscheidenden Augenblick erwachte die Kleine mit einem kläglichen Geschrei, das das Mutterherz erbeben ließ, Oh, wenn ich sie doch mitnehmen könnte, klagte sie. Ich würde diesen Schritt ganz bestimmt nicht tun. Man wird mich eine Rabenmutter nennen, ohne zu ahnen, welchen Kampf es mir gekostet hat, wenn nur der Vater sie holen wollte. Aber wie könnte ich ihn darum bitten? Still, still, mein Lämpchen, fuhr sie ängstlich fort. Besorgt, daß das Schreien des Kindes vielleicht unwillkommene Zeugen herbeirufen könnte, drückte sie das weinende Töchterchen an ihr vor Aufregung laut klopfendes Herz. Da, mein Liebling, nun weine nicht mehr. Leb wohl, mein Gänseblümchen, meine Daisy, mein Herzblatt. Mama wird wiederkommen. Setze dich auf diese Stufe bei dem großen Tor. Sieh hier, mein Kind. Während sie die letzten Worte sagte, drückte sie dem kleinen Mädchen eine Zuckerstange in die Hand. Plötzlich wendete sich die Mutter schluchzend um und eilte so schnell sie ihre Beine tragen, fort, immer weiter weg von ihrem Kind, bis sie endlich in den belebten Straßen unter der sich drängenden Menge verschwand. Die kleine erfreute sich unterdessen etwas an der Zuckerstange, so daß sie alles andere vergaß. Doch kaum war der letzte Bissen verzehrt, fing sie abermals bitterlich an zu weinen. Aber niemand hörte das Schreien der Kleinen. Der starke Wind übertönte ihre Stimme. Die Tore des großen Hauses wurden ja nur dann geöffnet, wenn jemand durchziehen an der großen Glocke um Einlass bat. Erst als das arme, verlassene Kind schon bis auf die Haut durchnässt war, kam endlich ein Polizist um die Ecke, der schnell auf das Kind zuging. Nach vergeblichem Bemühen herauszufinden, woher es denn gekommen sei, zog er die große Glocke des Arbeitshauses. Es war etwas ganz Gewöhnliches, dass verirrte oder verlassene Kinder ins Haus gebracht wurden. Der Polizist brauchte dem Portier nicht viel erklären, um dem armen Findling Einlass zu verschaffen. Unter zwei Jahren, sagte eine Wärterin. Als sie der Kleinen die triefenden Kleider auszog. Wie heißt du, liebe Kleine? fragte eine andere freundlich. Aber Daisy saß ganz still auf dem Schoß der Wärterin, welche ihr ein blau gestreiftes Kleid anzog. Ganz still, ohne einen Laut von sich zu geben, ließ das Kind alles mit sich machen, obwohl immer noch Tränen in den großen blauen Augen standen. Verwirrt und gleichzeitig erstaunt, schaute das Kind unverwandt auf die roten Decken, welche über jedes Bett in dem großen Raum gelegt waren. Welch ein Herz kann eine Mutter haben, wenn sie ein solches Kind verlässt, sagte eine Kranke. Diese Art Leute haben kein Herz, war die Antwort. Es scheint hart zu sein wie ein Stein. Übrigens ist diese kleine allem anschein nach wohl versorgt worden, wie es nicht oft bei unseren Pfleglingen der Fall ist. Das kleine Mädchen hat gesunde kräftige Glieder, und obwohl ihr Anzug zerrissen ist, ist er doch sauber. Inzwischen war Daisys Mutter schon so weit geflohen, dass sie sich weit genug aus dem Bereich möglicher Verfolger glaubte. Sie war unglücklich, müde und erschöpft, abgespannt an Leib und Seele, Langsam ging sie jetzt weiter, indem sich ihre unaufhaltsam fließenden Tränen mit den Regentropfen vereinigten. Viele fremde Gesichter eilten zwar an ihr vorüber, aber niemand hatte einen Blick des Mitleids für die trostlose Mutter. Keiner von diesen Menschen konnte auch nur etwas von dem herzzerreißenden Schmerz erahnen, der in ihrem Inneren wühlte. Ein langer, ermüdender Weg lag noch vor der trostlosen Frau, ehe sie den Hof erreichte, der in eine enge Gasse führte. Todmüde kam sie endlich in einem kleinen Dachstübchen an, es war ihr kaum möglich gewesen, die vielen schmalen Treppen des baufälligen Hauses hinaufzusteigen. Ein Lumpenhaufen in einer Ecke des düsteren Raumes diente als Bett, auf dem kleinen Tisch standen neben einigen trockenen Brotrinden eine Kanne mit Wasser. Auf dem zerbrochenen Stuhl lag ein halbfertig genähtes Hemd und auf dem Fußboden ein kleiner roter Kinderstrumpf. Als die arme Mutter das Strümpfchen sah, hob sie es auf, sank auf den Stuhl und jammerte unter lautem Schluchzen. Oh, mein Kind, mein Kind, meine süße Daisy, werde ich dich je wiedersehen? Ach, Paul, du hast mir das Herz gebrochen, und doch warst du so gut, ehe du dich zu dem schrecklichen Trinken verführen ließest, sich als Soldat anwerben lassen, weggegangen, murmelte sie dann, sich hin und her wiegend. Mechanisch wechselte sie hierauf ihre durchnässte Kleidung mit einer womöglich noch älteren und fadenscheinigeren. Dann setzte sie sich hin, um die angefangene Näharbeit fertig zu machen. Soweit es ihre verweinten Augen erlaubten, nahm sie einige Stunden später noch etliche Hemden aus einer Kiste und verließ mit ihrer sorgfältig eingewickelten Näharbeit abermals ihre armselige Wohnung. Als die arme Mutter am Abend mit dem geringen Lohn zurückkehrte, waren die Kneipen, an welchen sie vorbeiging, hell erleuchtet, eine heller und einladender als die andere. Welch ein Gegensatz waren diese Häuser zu ihrer öden, kalten Dachkammer. Wie verlockend strahlten die hellen Lichter der armen Frau entgegen. Wie warm und gemütlich möchte es erst in diesen warmen Räumen sein. Tag für Tag, Abend für Abend ließen sich unzählige Menschen durch diese Städten verlocken, um für kurze Zeit das Elend in ihren dumpfen, feuchten Wohnungen zu vergessen. Oder auch um den Sturm und Wetter, dem sie draußen in ihrer zerrissenen Kleidung ausgesetzt sind, in der einladenden, gemütlichen Wärme der behaglichen, glänzenden Räume zu entfliehen. Die unglückliche Frau blieb stehen und schaute in eins der größten dieser Prachthäuser, in welchem großen Spiegel die Zahl der langen Lichtereien noch verdoppelten. Beständig gingen zahlreiche Opfer durch die große Tür ein und aus, während das rohe Gelächter, das laute Schreien und Fluchen der Betrunkenen nur zu deutlich verkündeten, welchen Schauplatz das draußen so herrlich scheinende Lichtermeer beleuchtete. Ach nur zu gut wusste die arme Näherin, auch ohne diesen entsetzlichen Lärm, wie es in dem einladenden Palast aussah. Wie oft hatte sie ihren Mann dort gesucht, der jetzt weit weg in ein anderes Land gezogen war und sie mit ihrem Elend und ihrer Armut allein gelassen hatte. Seit sie an diesem Morgen ihr geliebtes Kind Fremden überlassen hatte, war das letzte Glied zerbrochen, das sie noch an die menschliche Gesellschaft gekettet hatte. Oh, wie elend sie sich fühlte! Aber hatte sie nicht manchmal gehört, dass Sorgen und Elend im Brandwein ertränkt werden könnten? Würde nicht auch sie wenigstens auf einige Stunden im Rausch ihren Jammer vergessen? In diesem Moment wurde die Tür aufgeschlagen, eine Frau mit einem Säugling im Arm ging in die Kneipe und unwillkürlich folgte die unglückliche Mutter der Stimme des Versuchers völlig geblendet von dem Lichterglanz, wurde sie indessen so verwirrt, dass sie selbst nicht recht wusste, was sie fordern sollte. Da der Raum ungewöhnlich voll war, wurde sie von rohen Männern gedrängt und gestoßen. Unentschlossen hielt sie das Geld für ein berauschendes Getränk in der Hand, doch plötzlich durchzuckte etwas ihr Inneres wie ein Blitzstrahl, es war, als ob plötzlich aus längst vergangenen Tagen die Stimme der Mutter zu ihr herübertönte. Sie sah im Geist das Angesicht der Sterbenden und hörte die Worte, welche die geliebte Mutter geredet hatte. Es waren Worte, welche die bis dahin leichtsinnige Tochter ganz vergessen hatte. Es würde mir das Herz brechen, wenn mein Mädchen je auf böse Wege geriete hatte die Mutter gesagt. Ach, wenn die Heimgegangene von der Angst und der Verzweiflung gewusst hätte, in welcher ihr armes Kind sich befand. Das Bild und die Worte der Mutter durchbebten die Seele der Tochter, die am Rande des Abgrunds stand. Gottes Hand bewirkte, dass sie entschlossen umkehrte. Man wollte sie anhalten, man rief sie zurück, aber sie ließ sich nicht aufhalten und eilte hinaus, Bald hatte sie eine ruhigere Straße erreicht. Hier blieb sie stehen. Ich will hingehen und für dieses Geld etwas aus dem Leihhaus lösen, statt es. Sie stockte. Es war ihr unmöglich, den angefangenen Satz zu Ende zu bringen. Es war, als ob abermals die Stimme des Versuchers in ihr Ohr drang. Sie widerstand jedoch und ging raschen Schrittes weiter durch viele Straßen, bis sie endlich vor einem Laden stand, den sie leider nicht zum ersten Mal besuchen wollte. Es war ein Leihhaus der geringsten Art, dessen Inhaber hauptsächlich unter armen Seeleuten Kundschaft hatte. Es herrschte eine schwer zu beschreibende Unordnung unter den in dem kleinen Laden und vor dem Fenster aufgehäuften Sachen. Ein wüstes Durcheinander. Unter den vielen alten Sachen wurde die Aufmerksamkeit der armen Frau ganz besonders einer kleinen Porzellankanne oder vielmehr deren Inschrift angezogen. Unter einem bunten Bild auf der Kanne standen die Worte Geld verlieren schmerzt zwar sehr, und das Kranksein noch viel mehr, doch wenn Christum wir verlieren, dann kann uns kein Mensch kurieren. Merkwürdige Worte an einem solchen Ort, die Unglückliche las und las und wiederholte nachdenklich die beiden letzten Reihen. Habe ich nicht Christum verloren? Werde ich ihn je wiederfinden? Wird er mich finden? fragte sie sich. Unter solchem Gedanken betrat sie den Laden, um einige gute Kleidungsstücke einzulösen, welche sie verpfändet hatte, um ihr geliebtes Kind vor dem Hungerstod zu schützen. Als sie wieder heimkehrte, waren die Kohlen ausgebrannt und da sie weder Holz noch Kohlen besaß, um ein neues Feuer anzuzünden, legte sie sich, nachdem sie einige trockene Brotkrusten verspeist hatte, auf ihr hartes Lager. Ganz erschöpft an Leib und Seele schlief die bejammernswerte Frau dennoch bald ein. Die sorgenvolle Schläferin vergaß auf ihrem harten Lager für einige Stunden ihren Gram und Kummer. In ihrem lebhaften Traum befand sie sich weit weg von dem engen Dachstübchen. Sie sah sich in einem grünen Tal stehen, vor sich einem Bauernhof, genau so wie sie ihn vor einigen Jahren verlassen hat. Ein kühlender Wind umwehte sie, während sie sich dem bekannten Eingangstor näherte. Die freundliche Sonne ließ auch jetzt ihre hellen Strahlen durch die mit grünen Efeublättern umrankten Fenster dringen, wie sie es schon immer getan hatte, Niemand wies die eintretende Tochter des Hauses ab, als sie ihren Fuß auf die wohlbekannte Schwelle des Hauses setzte und ihren alten Vater in seiner gewöhnlichen Ecke am Kamin sitzen sah. Leichten Schrittes eilte sie die Treppe aus Eichenholz in ihr Zimmer hinauf. Ganz wie sie es verlassen hat, war auch jetzt noch das einzige Fenster von duftenden Rosen umrahmt, in vollen Zügen atmete sie den süßen Duft ein und genoss die wunderschöne Aussicht auf die goldene Glut, in der sich Felder und Wiesen badeten. Entzückt lauschte sie auf das alte Geplätscher des Flusses, dann hüpfte die Träumende in den Garten und erfreute sich an den Blumen. Lange blickte sie mit liebenden Augen auf die roten Gänseblümchen dort in der Ecke, welche von jeher ihre Lieblingsblumen gewesen waren, in Riversdale hatte sie an den Markttagen manchmal ihren Hut mit diesen Blümchen geschmückt. Hatte man in früheren Tagen die schöne junge Bäuerin allgemein nicht, den Stolz Penfolds genannt? Aber Maria liebte ihren Vater nicht, weil er streng mit ihr über ihren Leichtsinn und ihre Eitelkeit geredet hatte. Die heranwachsende Tochter hatte es sich zur Lebensregel gemacht, dem alten Mann trotzend und grollend aus dem Weg zu gehen, um sich seinen unerwünschten Beobachtungen und seinem Tadel zu entziehen. Martha ist eifersüchtig und hetzt den Vater gegen mich auf. Mit diesem Vorwand hatte sie versucht, sich zu entschuldigen. Immer fester wurde ihr Entschluss, eigene Wege zu gehen, koste es, was es wolle. Im Traum wurde ihr plötzlich bewusst, dass sie wirklich ihren Willen durchgesetzt hatte und eigene Wege gegangen war. Sie hatte sich ihrem angenehmen Zuhause entsagt und wegen einem leichtsinnigen Burschen kein Ohr für die Vorstellungen und Warnungen gehabt. Der Zauber war gebrochen. Wie schrecklich war nun die nackte Wirklichkeit, die sich jetzt in Hunger, Kummer, Frost und Elend zeigte. Der heulende Wind und der Regen, der gegen das Fenster klopfte, vertrieben den geträumten Sonnenschein. Einsam und verlassen, wie sie eingeschlafen war, erwachte die arme Frau. Die Tore ihres Paradieses waren wieder verschlossen. Und doch hatte ihr im Traum der Blick auf das Elternhaus wohlgetan. Seit sie ihr süßes Kind nicht in ihre Arme schließen konnte, waren sie so leer. Das Mutterherz blutete wohl noch über den schweren Verlust, aber der Traum hatte sie doch wenigstens aus ihrem Dahinbrüten geweckt. Vor ihrem Geistesauge sah sie ein wunderschönes Bild, Kleine Füße trippelten auf den grünen Wiesen und die blassen Wangen wurden dort in der frischen Landluft wieder frisch und rot. In diesem engen, schmutzigen Raum würde ich sie doch nicht am Leben erhalten können. Hier hätte ich sie doch nicht behalten können, murmelte die liebe Mutter leise. Dann setzte sie sich hin und schrieb mit zitternder Hand Lieber Vater, Du hast mir verboten, die Schwelle deines Hauses je wieder zu betreten. Solange du mich nicht zurückrufst, werde ich es auch nie wagen. Wenn du diesen Brief erhältst, werde ich England schon verlassen haben. Paul hat sich vor einigen Monaten anwerben lassen und wurde mit seinem Regiment übers Meer beordert. Obwohl er mir kein guter Mann gewesen ist, bin ich doch willig, ihm zu folgen. Ich bin jung und kann mir drüben mein Brot verdienen, statt hier zu verderben. Um meiner Mutter willen, sei gut zu deiner Enkelin, meiner kleinen Daisy. Aus Furcht, dass du ihr die Tür verschließen würdest, hab ich es nicht gewagt, sie nach Penfold zu senden. Deshalb habe ich sie in der Nähe des Arbeitshauses zurückgelassen, in welchem Tante Christine lange Aufseherin war. Ich lege die Adresse bei, falls du sie vielleicht vergessen hast.« Du wirst meine Daisy an ihren braunen Augen und ihrer Ähnlichkeit mit mir erkennen, außerdem auch an dem runden Mal an der rechten Schulter. Sie versteht es, wenn man ihren Namen nennt. Ich habe Gott gebeten, dass ihr nichts zustoßen möge, bis sie gefunden werde. Es hat mir das Herz gebrochen, Vater, dass ich mein liebes Kind verlassen musste. Ich hoffe aber, dass du dich nicht von ihr abwenden wirst. Gott wird dich segnen, wenn du meinem Kind Liebe schenkst, obwohl ich es nicht verdiene. Ich bin für meinen Eigenwillen schwer bestraft worden. Die Welt ist so hart und kalt. Was aus mir wird, weiß ich nicht. Ich kümmere mich auch nicht viel darum. Gebrochenen Herzens, deine Maria. Sie schloss den Brief, bei dem sie absichtlich das Datum und ihre Adresse weggelassen hatte und schrieb die Adresse des Empfängers darauf. Dann legte sie ihn zur Seite, bis sie alle ihre Reisevorbereitungen getroffen hatte. Das kostete sie natürlich nicht viel Zeit. Die wenigen Sachen, die ihr als unentbehrlicher Hausrat geblieben waren, waren schnell verkauft, und nach einigen Tagen trat die Verlassene die weite Seereise an. Trotz all ihrer Armut hatte Maria sich von einem Erbstück nicht trennen können. Es war die Bibel ihrer Mutter. Mit einer abergläubischen Ehrfurcht, wie eine Art Reliquie, deren Besitz ihr vielleicht auf irgendeine Weise Nutzen bringen könnte, betrachtete die unglückliche Tochter das heilige Buch. Sie hatte zwar gelegentlich flüchtig in die Bibel hereingeschaut und dieses oder jenes Wort aufgeschlagen, welches sie als Kind auf dem Schoß ihrer Mutter gelernt hatte, aber das war auch alles. Die göttlichen Wahrheiten der Heiligen Schrift hatten keine Anziehungskraft für sie. Sie hatte kein Auge für die Schönheit dessen, von dem das Buch redet. Und doch war es ihr fester Vorsatz, es immer zu behalten und mitzunehmen, wohin ihr Weg sie auch führen möge. Als sie wieder an dem Leihhaus vorbeikam, schaute sie sich suchend nach der Porzellankanne um, deren Inschrift sie nicht vergessen konnte. Tatsächlich, die Kanne stand noch da. Die arme Frau konnte also noch einmal die merkwürdigen Zeilen lesen und sie sich dadurch in ihr Gedächtnis einprägen. Zu Hause angekommen, schrieb sie diese Worte auf und legte den beschriebenen Zettel, ohne selbst recht den Grund zu wissen, in die Bibel ihrer Mutter. Vor ihrer Abreise war keiner da, um ihr der Verlassenen ein Lebewohl zu sagen. Niemand wünschte ihr glückliche Reise und baldige Wiederkehr. Freunde hatte sie nicht, und von Nachbarn hatte sie sich stets ferngehalten. Dass dennoch ein Auge in erbarmender Liebe auf das verirrte Schaf herniederblickte, wusste sie nicht. Sie kannte den allerbesten, himmlischen Freund nicht, der mit unermüdlicher Langmut und Geduld dem verlorenen Schäflein nachgeht, bis er es findet. Eine Woche später ging ein Briefträger den steilen Pfad von Riversdale zu Bauernhof Penfold hinauf. Der alte Mann stand an der Pforte und nahm einen Brief von dem Boten in Empfang. Auf dem Rückweg nach Hause betrachtete er mit großer Neugierde die Handschrift, er gönnte sich kaum die Zeit, um seine stille Ecke am Kamin zu erreichen und dort den Inhalt des Schreibens zu erfahren. Der Alte war allein. Deshalb merkte auch niemand, dass er mehrere Male seine Brille abnahm und sich die Augen wischte, damit er den Brief zu Ende lesen konnte. Ohne dem Sohn noch der Schwiegertochter etwas zu sagen, faltete er den Brief wieder zusammen und ging hinaus. Der Herr ist an diesem Morgen ganz eigenartig, sagte das Milchmädchen zu der Hausfrau. Erst ging er wie ein Träumender auf dem Hof auf und ab und jetzt ist er durch das Tor zum Friedhof gegangen. Kümmere dich nicht um den Herrn, sondern denk an deine Arbeit, war die scharfe Antwort. Die Bemerkung des Milchmädchens hatte die Neugierde der Hausfrau geweckt. Sie ging nach oben in eine Kammer dessen Fensterseite dem Friedhof zugewandt war. Von dort aus konnte sie den Schwiegervater ungesehen beobachten. Zu ihrem Erstaunen sah sie ihn auf dem Kirchhof unruhig auf- und abgehen. Endlich begab er sich langsam in eine Ecke, in welcher auf mehreren Grabsteinen der Name Penfold zu lesen war. Es schienen keine sechzehn Jahre her zu sein, seit dem Tag, an dem eins dieser Gräber ausgehoben wurde – um den leichnam der frau penfold in empfang zu nehmen damals hatte die ganze umgebung um den verlust dieser höflichen gastfreien frau getrauert vielleicht wäre seine schöne eigenwillige maria anders geworden wenn sie nicht so früh ihre teure mutter verloren hätte das gewissen flüsterte dem alten mann zu daß auch er ganz anders hätte sein können seine gewinnsucht und seine freude am schätze sammeln hatte mit den Jahren zugenommen. Hier am Grabe seiner lieben Frau musste er sich gestehen, dass all sein Reichtum ihn nicht reicher noch glücklicher gemacht hatte. In seinem Inneren begann ein Kampf, der erst nach einigen Wochen zur Entscheidung führte. Der alte Penfold versuchte die Gedanken, die der Briefen ihm wachgerufen hatte, zu verdrängen. Wie hätte er sich so demütigen können, um das Kind seiner ungeratenen Tochter zu holen, von jeher war die Familie Penfold angesehen gewesen und hatte den Kopf hochgehalten. Maria war die erste, welche Schande über den Vater und die ganze Familie gebracht hatte. Mit solchen Einwänden verdrängte der Vater seine Unruhe. Als die besseren Gedanken immer wieder kamen, versuchte er sie durch vieles Arbeiten in den Scheunen und der Mühle zu vertreiben. Im Handel war er womöglich noch strenger und genauer, und zu seinen Mitmenschen noch härter und unfreundlicher als je zuvor geworden. Aber Gott ließ das verhärtete Herz nicht in Ruhe. Obwohl er sich dagegen wehrte, wollte es dem Greis nicht gelingen, das Gefühl seines Elends zu betäuben und die mahnende Stimme in seinem Inneren zum Schweigen zu bringen. Alle hassen dich und sehnen sich nach deinem Tod. Wie oft sagte der arme Reiche sich das, und dann, wenn er sich in schlaflosen Nächten unruhig auf seinem Lager hin und her wälzte, hieß es Wo ist Marias Kleine verlassen in fremden Händen? Welches Schicksal für das unschuldige kleine Kind? Da niemand von dem Brief wusste, hat auch keiner eine Ahnung von dem schweren Kampf, der sich im Inneren des Alten abspielte. Eines Morgens war Martha sehr überrascht, als sie ihren Schwiegervater sagen hörte Sag Jakob, dass er die Pferde anspannen und mich nach Riversdale fahren lassen soll, von dort aus werde ich mit der Eisenbahn weiter nach London reisen. Nach London, Vater? fragte die Bäuerin, sie traute ihren Ohren kaum, im Stillen freute sie sich aber doch auf die goldenen Tage der Freiheit, die ihr durch die Abreise des harten Mannes bevorstanden. Aber Vater, warum willst du denn nach London? fragte Jakob, den die unglaubliche Neuigkeit auch ein wenig erregt hatte. Nun, wenn du's unbedingt wissen willst, um das Kind deiner Schwester zu holen. Beide, Vater und Mutter sind fort und haben das Kind zurückgelassen. Vor der Kleinen kann ich das Haus doch nicht verschließen, Sie hat nichts Böses getan, das arme Ding, war die abgebrochene Antwort. Als aber die junge Frau wissen wollte, wo die Kleine denn jetzt sei, gab der Alte eine ausweichende Antwort. Sie ist, wo ich sie finden kann, gab er kurz zurück. Das ist die Hauptsache, und du sollst gut zu ihr sein, Mädchen, fügte er in milderem Tone hinzu. Martha, froh in der Aussicht, für einige Tage allein die Wirtschaft zu führen, versprach das gern. Nun, das ist wirklich eine sonderbare Wendung der Dinge, sagte Jakob, als er mit seiner Frau allein war. Was wird demnächst geschehen? Ich hätte gedacht, dass Madame Maria zu stolz sei, den Vater um einen Gefallen zu bitten, zudem hat sie sich immer vor ihm gefürchtet, Sie hatte aber keine Angst, als es darum ging, ihren eigenen Willen durchzusetzen, gab seine Frau zurück. Ich habe mir darüber jedenfalls keine graue Haare wachsen lassen, für uns beide würde in diesem großen Haus sowieso nicht lange Platz gewesen sein, das dumme Ding wollte immer so vornehm tun. Schweig. fiel ihr der junge Penfold in die Rede. Wie gutmütig und gleichgültig er gewöhnlich auch sein mochte, konnte er es durchaus nicht leiden, wenn jemand über seine Schwester etwas negativ sprach. Schweig. wiederholte er noch einmal in vollem Zorn. Es bedürfte manchmal eines Engels, um mit deiner Heftigkeit und deiner scharfen Zunge auszukommen. Die arme Maria hat sich ihr Bett selbst gemacht und muß jetzt darauf liegen, und ich denke, es ist kein Weiches. Mit diesen Worten verließ Jakob achselzuckend seine Frau, Vielleicht, weil er einsah, dass wenn das Gewitter, welches Marthas geschwollene Stirnader verkündete, zum Ausbruch käme, er doch nicht genug Kraft und Mut haben würde, demselben zu trotzen. Die schmutzige, enge Straße führte durch einen der ärmeren Stadtteile Londons. Plötzlich endete sie in einer Gegend, die ganz ländlich war. In der Mitte eines nett angelegten Gartens standen zwei gepflegte kleine Häuser, der Apfelbaum an der Seite sah nicht sehr frisch aus, und dazu gab es zu viele Schornsteine in der Umgebung. Die alten, baufälligen Häuser bildeten auch keinen schönen Hintergrund zu einem einladenden Panorama. Dafür sahen aber die wohlgehakten und geschmackvoll angelegten Beete desto gepflegter und freundlicher aus. Diesen ländlichen Fleck mitten in der geräuschvollen Weltstadt suchte der alte Landwirt Penfold. Er hatte zwar die Adresse in der Tasche, war aber so in Gedanken vertieft, dass er kaum auf den Weg achtete. Im Geist stand vor ihm eine sanfte, ruhige Frau, die sich über seine sterbende Frau gebeugt hatte. Tag und Nacht hat sie die Kranke gepflegt, sie mit Worten aus der heiligen Schrift getröstet und mit schönen Liedern ihr den Weg ins dunkle Todestal erleichtert. Der alte Penfold wusste sehr wohl, dass die Schwägerin wie ein Engel in seinem Hause gewaltet hatte. Sie hatte ihren letzten Liebesdienst verrichtet, als seine liebe Ehefrau in ihr letztes Ruhebett gelegt worden war. Kurz danach hatte er die treue Pflegerin wieder nach London zurückgehen lassen, ohne ihr auch nur ein Wort des Dankes auszusprechen. Der Schmerz John Penfolds über den Verlust seiner lieben Frau war tief, die sanftmütige Gattin verstand es mit Augen der Liebe jedes Bedürfnis, jeden Wunsch des wetterwendischen, unliebenswürdigen Mannes zu erraten. Mit unermüdlicher Geduld hatte sie seine wechselnden Launen ertragen. Sie fehlte ihm einfach überall. Trotz allem war dem Witwer ein längeres Bleiben seiner Schwägerin, der Pflegerin seiner Charlotte, unerwünscht gewesen. Der Grund dafür war, weil sie ihm ohne Worte ständig ins Gewissen rief, dass er durch seine kalte Vernachlässigung das Leben seiner verstorbenen Frau zu einem tränenreichen, dornenvollen Leben gemacht hatte. Deshalb hatte er die Schwägerin mit kaum zu verbergende Freude nach London abreisen sehen, seitdem hatte er nur selten von ihr gehört. Wie gern wäre die Tante ihrer jungen Nichte eine rechte Mutter. Sie hatte auch nicht versäumt, in diesem Sinn an Maria zu schreiben. Als Maria das Elternhaus verlassen hatte, hatte sie wiederholt dem trotzigen, eigenwilligen Mädchen ihren Rat und ihre Hilfe angeboten. Maria glaubte aber auch ohne die Tante fertig werden zu können. Die Briefe, die sie von ihr erhielt, beantwortete sie so flüchtig und leichtfertig, dass die treue Tante über solche Worte nichts anderes tun könnte, als darüber zu trauern und noch mehr für das mutterlose Mädchen zu beten. Durch Jakobs Heirat hatte das Gut eine neue Herrin erhalten, Maria hatte auch geheiratet, seit dieser Heirat hatte sie nichts mehr von sich hören lassen, sie hatte sorgfältig alles vermieden, wodurch man ihr vielleicht auf die Spur hätte kommen können, trotzdem hatte sie nicht vergessen, dass Tante Christine Holm früher manchmal von dem Arbeitshaus gesprochen hatte, das mit einem Krankenhaus verbunden war. Maria wusste noch sehr gut, dass die Tante eine lange Zeit Aufseherin in dieser Anstalt gewesen war. Die Tante hatte oft rühmend erzählt, wie gut die Gesunden und Kranken in diesem Haus aufgehoben seien. Doch ihrer Gesundheit wegen hatte Frau Holm diese Stelle schon längst aufgeben müssen. Auch das wusste Maria. Gerade weil ihr diese Anstalt nicht so ganz fremd war, hatte sie dort eine Unterkunft, für ihr armes Kind gesucht. Herr Penfold wusste wahrscheinlich nicht, welchen Weg er einschlagen soll. Zum Glück kam ein höflicher Polizist um die Ecke und half gern dem alten Mann. Schon nach einigen Schritten ging Herr Penfold rechts durch das kleine Pförtchen in den ländlich aussehenden Hof. Ein kleines Mädchen, es mochte ungefähr fünf Jahre alt sein, führte den Fremden auf seine Bitte hin zu Frau Holm. Es war, wie Penfold nun bald erfuhr, die Enkelin seiner Schwägerin. Dem alten Mann wurde etwas mulmig zumut bei dem Gedanken, nach so langer Entfremdung seinerseits vor die Schwägerin zu treten und dazu noch mit einer Bitte. Seine Beklommenheit sollte aber vor nicht allzu langer Dauer sein, denn kaum hatte die Schwägerin ihn erblickt, wurde er auch schon aufs herzlichste begrüßt. Bist du's wirklich, John? Wie freue ich mich, dich zu sehen! Sei mir herzlich willkommen! sagte die Frau, während sie ihm beide Hände entgegenstreckte. Wie lange habe ich nichts von dir und den Deinen gehört, aber komm herein! Mein Haus ist zwar klein und einfach, aber fühl dich wie zu Hause! Gern folgte Penfold dieser Einladung und versuchte sein langes Schweigen damit zu entschuldigen, dass er nie gut mit der Feder habe umgehen können. Die gute Schwägerin merkte, dass dem Mann diese gesuchte Entschuldigung nicht recht gelingen wollte. Sie nötigte ihn, es sich im Lehnstuhl bequem zu machen und besorgte schnell einen Tee. Als beide nachher ruhig beisammen saßen, drehte sich das Gespräch natürlich bald um die arme Maria. Frau Holm erzählte dem Schwager, sie habe oft versucht, ihre Wohnung ausfindig zu machen, aber immer vergeblich. Mit zitternder Stimme teilte der Greis nun der Schwägerin mit, dass er gerade um Marias willen nach London gekommen sei. Dann saß er eine Weile sprachlos da. Tief bewegt sah Christine den bedrückten Schwager an, und auch dieser ließ seine traurigen Blicke auf ihr ruhen. Da wie nie zuvor fiel ihm die Ähnlichkeit Christines mit seiner heimgegangenen Frau auf, lebhaft stand das Bild der stillen Dulderin vor ihm, der ohnehin schon tief erschütterte Mann bedeckte bei dieser Erinnerung das Gesicht mit beiden Händen und brach in lautes Weinen aus. Christine war bei diesem Anblick nicht nur tief bewegt, sondern auch ganz überrascht und erstaunt. Sie hatte früher manchmal gedacht, der harte Schwager könne gar nicht weinen. Christine hatte immer um der Schwester willen das raue, unbrüderliche Wesen des Schwagers getragen. Jetzt war ihr Herzenswunsch, ihn zu trösten, wie es die Schwester auch getan hätte. Als der alte Mann wieder ruhiger geworden war, fragte Christine sanft, Wo ist sie, John? Weggegangen war die in bitterem Ton des Schmerzes gesprochene Antwort, Weggegangen, und ich weiß nicht wohin! Vielleicht hätte ich sie noch gefunden, wenn ich nicht diese ganzen drei Wochen gewartet hätte. Du darfst ihren Brief lesen! Fügte er nach einer Weile hinzu. Das liebe Kind! rief Christine erschüttert aus. O oh John! Wie hat sie es nur auf der Straße zurücklassen können? Entweder muß das Herz der Mutter zu Stein geworden sein, oder die Not muß sie zum Wahnsinn getrieben haben. Der unglückliche Herr Penfold antwortete mit einem lauten Seufzer und senkte sein graues Haupt, während die sonst so ruhige Schwägerin schweigend neben ihm saß. Nur mit Mühe bekämpfte sie den Ausbruch ihres tiefen Schmerzes. Da fiel ihr plötzlich etwas ein, Sie überlegte hin und her, bis es ihr endlich fast zur Gewissheit wurde, dass sie die Kleine gesehen hatte. Die frühere Aufseherin hatte so große Freude am Pflegen, dass sie so oft es eben ging, entweder zur Aushilfe oder auch als gern gesehene Freundin in der Anstalt verweilte. So war sie auch an dem Tag dort gewesen, als das kleine Mädchen gebracht wurde, Gerade sie war es, die dem armen Kind die nassen Kleider ausgezogen hatte. Als sie die Zeit und die Umstände erwog und verglich, glaubte sie dem Schwager fast mit Gewissheit sagen zu können, dass die gesuchte Enkelin bis jetzt in dem nahen Arbeitshaus wohl aufgehoben gewesen sei. Es dauerte nicht lange, da war der Landwirt mit seiner Schwägerin auch schon in der Anstalt, um die bezeichnete Kleine dort zu finden, die sorgsame Großtante hatte auch nicht vergessen, ausreichend Kleidungsstücke ihrer kleinen Enkelin, die im gleichen Alter wie Daisy war, mitzunehmen. Sie wollte die Kleidung, welche die Kleine im Arbeitshaus getragen hatte, mit dieser austauschen. Es war rührend, die Freude des Großvaters zu sehen, als er das Kind seiner verstoßenen Tochter in den Armen hielt. Küss deinen Großvater, Daisy! Auf seine Worte hin drückte die Kleine ihren Mund auf seine Lippen. Der Alte bemerkte den Glanz in den ausdrucksvollen, braunen Augen und drückte sie noch inniger an sich. Er fühlte, daß er wirklich einen Schatz gefunden hatte. Ja, noch mehr. War er jetzt nicht Besitzer des Lämpchens, das die verirrte Mutter bestimmt zurücklocken würde? Und wenn sie käme, sollte die Pforte ganz sicher nicht vor ihr verschlossen bleiben. Solche und ähnliche Gedanken gingen dem Greis durch den Sinn, ohne dass er sie aussprach. Tante Christine war unermüdlich in Liebesdiensten für die Kleine. Um Martha vorerst die Sorge für die Kleidung abzunehmen, hatte sie nach einigen Tagen für Daisy eine hübsche Ausstattung fertig. Tief gerührt beobachtete der Schwager die zarte Liebe der Schwägerin, die er so vernachlässigt hatte. Unter den feurigen Kohlen welche sie mit ihrer selbstlosen, herzlichen Liebe auf sein Haupt sammelte, zerschmolz nun das Eis völlig, welches sich noch um seine Seele gelagert hatte. Der früher so stolze, harte Mann, der sich weder vor Gott noch vor Menschen beugen wollte, bat demütig und aufrichtig bei der treuen Schwägerin um Vergebung für seine frühere Lieblosigkeit. Der Besitzer von Penfold, wurde hier in London in dem Häuschen der Familie seiner Schwägerin ein ganz anderer Mensch. Deren Jakob und Martha unerwartet hereingekommen und den freudestrahlenden, alten Griesgram wie ein fröhliches Kind zwischen Daisy und den Enkeln und Enkelinnen der Schwägerin sehen, hätten sie ihn nicht erkannt. Sogar der glückliche Alte wunderte sich selbst über sich und war sich selbst ein Rätsel, da er mit großer Befriedigung wahrnahm, daß die Kleinen sich gar nicht vor ihm fürchteten und gern mit ihm spielten, fragte er sich, ob er denn wirklich der sonderbare Kauz, der heftige Tyrann sei, dem zu Hause jedermann am liebsten aus dem Weg ging. Wie kam es dazu, daß er so glücklich war? Er konnte sich das nicht erklären. Er wußte nur, daß er sich wieder freuen konnte und daß das Leben ihm nicht mehr so öde erschien. Wahrlich, allein diese Entdeckung wäre schon eine Reise nach London wert gewesen.